Alhamdulillah, Rabbil Alameen, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sind auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Meine lieben Geschwister, unser Herr sagt im Koran al-Karim, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Das heißt, sinngemäß übersetzt, dein Herr erschafft, was er will und wählt auch aus davon, was er will. Die Auswahl unseres Herrn ist ein Hinweis auf seine vollkommene Rububiyya, auf sein vollkommenes Herrsein, auf seine unumstrittene Herrschaft. Denn derjenige, der auswählt, derjenige, der bestimmt, derjenige, der entscheidet, das ist der Gott. Das ist der Herr, das ist derjenige, der das Sagen hat und das ist derjenige, der bestimmt. Und sobald andere mit einem zusammen bestimmen, sobald Allah subhanahu wa ta'ala hashah jemanden anderes hätte, der mit ihm bestimmt, dann wäre das eben nicht die Vollkommenheit Allahs azza wa jall hinsichtlich seines Herrseins. Allah azza wa jall hat viele Dinge ausgewählt. Er hat viele Dinge anderen gegenüber bevorzugt. So hat er manche Tage anderen bevorzugt. So hat er manche Propheten anderen Propheten bevorzugt. So hat er, so hat Allah subhanahu wa ta'ala sogar manche Engel über die anderen erhöht und so weiter und so fort. Und zu denjenigen Dingen, die Allah gewählt hat, gehören die vier heiligen Monate im islamischen Jahreskalender. Allah azza wa jalla sagt im Koran al-Karim sinngemäß übersetzt, gewiss, die Anzahl der Monate bei Allah ist 12. Im Buch Allahs festgelegt am Tag, da er die Himmel und die Erde schuf, davon sind 4 geschützt oder davon sind 4 heilig, unantastbar. Das ist die richtige Religion, so fügt euch selbst in ihnen kein Unrecht zu. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einmal eine Predigt gehalten, deren Gleichen es in der Geschichte niemals gegeben hat. Und deren Gleichen es auch nach dieser Predigt nie wieder geben wird. Eine Predigt, in der er die Grundpfeiler, die Grundsätze des Islam zusammengefasst hat und in der er so viele Menschen angesprochen hat, wie an keiner anderen wie zu keiner anderen Begebenheit. Es war die Predigt während der Abschiedspilgerfahrt, die sogenannte Khutbatu Hajjat al-Wada'. In dieser Predigt sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wahrlich, die Zeit ist wieder zurechtgerückt worden oder hat sich wieder so gedreht, wie am Tag, an dem Allah Himmel und Erde erschaffen hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte damit aussagen, dass der Monat, in dem er sich jetzt gerade befindet, das war der Monat Dhul-Hijjah logischerweise, das ist auch wirklich der Monat Dhul-Hijjah und kein anderer. Warum? Denn die Araber damals haben aus politischen Gründen manche Monate hinausgeschoben und manche Monate vorgezogen. Denn in diesen 4 Monaten galt absoluter Waffenstillstand. Und manchmal war es für sie unangebracht und so haben sie, wenn sie sich gegenseitig bekämpfen wollten, diesen heiligen Monat einfach hinausgeschoben. Oder wenn sie Frieden brauchten, haben sie einen heiligen Monat vorgeschoben. Und deswegen war nicht klar, ist der Monat, in dem er sich jetzt befindet, auch wirklich der Monat Dhul-Hijjah. Und deswegen sagte er, sallallahu alaihi wasallam, sinngemäß, die Zeit hat sich wieder zurechtgerückt, wie am Tag, an dem Allah Himmel und Erde erschaffen hat. Es sind 12 Monate. 4 davon sind heilig, 3 davon folgen einander und einer ist mitten im Jahr. Das heißt, 3 folgen einander, das ist der 11. und der 12. und der 1. im Jahr. Der 11. der Dhul-Qi'dah-Monat, der 12. Dhul-Hijjah-Monat und der 1. Monat ist der Muharram-Monat. Und der 4. Monat ist der Monat Nummer 7, der Name ist Rajab. Und das ist auch natürlich der entscheidende Punkt, warum ich das heute erwähne, weil wir uns, und das ist keine Überraschung, befinden im Monat Rajab. Meine lieben Geschwister, dieser Monat Rajab ist einer, wie gesagt, der 7. Monat. Und warum ist er nicht wie die anderen hintereinander? Und die Gelehrten sagen, der Grund dafür ist unter anderem, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese 3 Monate, 11., 12. und 1. gemacht hat für die Hajj-Zeit, damit die Pilgerer einen Monat vor der Hajj schon losreisen können und während der Hajj ihre Ruhe haben und auch sicher wieder zurückkehren können und durch die arabischen
Stämme, auch wenn sie miteinander befeindet waren, durchziehen können. Deswegen, ihr kennt die berühmte Geschichte, als ein Stamm zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam und zu ihm und sie über den Islam befragt hat. Und dann sagten sie zu ihm, aber gib uns bitte eine Zusammenfassung über, sinngemäß, gib uns eine Zusammenfassung über den Islam, denn wir wissen nicht, wie oft wir noch zu dir kommen können, denn zwischen uns und dir ist der ungläubige Stamm Mudar. Das war damals, wie gesagt, bevor der Befreiung von Makkah. Insofern, liebe Geschwister, dieser Monat, diese drei hintereinander sind klar. Und der vierte Monat, der mitten im Jahr auftaucht, ist ebenfalls eine Möglichkeit für die Menschen damals gewesen, dass sie die Pilgerfahrt zum Haus, die Umrah, vollziehen können in Sicherheit. Das sind natürlich Dinge, die wir heutzutage nicht mehr so sehr spüren, da Allah subhanahu wa ta'ala uns diese riesige Gnade und riesige Barmherzigkeit der Sicherheit und des Friedens gerade bei den heiligen Städten geschenkt hat. Und möge Allah azza wa jal diese Sicherheit auch weiterhin gewähren lassen. Meine lieben Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala sprach diese Angelegenheit im Koran an, dieses Hinausschieben eines Monats und Zurückschieben oder Vorschieben. Er sagte sinngemäß in Surat At-Tawbah, das Verschieben eines Monats ist nur eine Mehrung des Unglaubens. Damit werden diejenigen, die ungläubig sind, in die Irre geführt. Sie erklären ihnen, das heißt einen Monat, in einem Jahr für ungeschützt und in einem anderen Jahr für geschützt. Das heißt, sie machen es gerade so, wie sie es brauchen. Allah sagt subhanahu wa ta'ala am Ende, sinngemäß, so erklären sie für verboten, was Allah für nicht verboten hat und umgekehrt. Das ist der Sinn dieser Ayah. Damit ist das sinngemäß gemeint. Meine lieben Brüder, meine lieben Schwestern, Allah subhanahu wa ta'ala sagte über diese Monate speziell, so fügt euch darin kein Unrecht zu. Dass man sich kein Unrecht zufügen darf, indem man Allah gegenüber ungehorsam ist, ist eine Selbstverständlichkeit zu allen Zeiten des Jahres. Aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala das im Koran al-Karim explizit erwähnt, zu einer bestimmten Zeit im Jahr, weist dies auf die Gewaltigkeit dieser Monate hin und dass die Sünde zu bestimmten Zeiten oder an bestimmten Orten anders ist und schwerwiegender ist in der Waagschale als zu Zeiten, in denen diese Monate nicht heilig sind. Auch wenn sie, wie gesagt, immer verboten sind. Meine lieben Geschwister, und das gilt es für uns auch umzusetzen, dass wir besonders in diesen Monaten, und das Traurige ist, dass viele von uns ja nicht einmal wussten, dass wir uns vielleicht im Monat Rajab befinden. Oder andere, selbst wenn sie es wussten, wissen sie nicht, dass dieser Monat ein heiliger Monat ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und dass die Sünde in diesem Monat schwerwiegender ist als in anderen Monaten. Unabhängig davon, was es alles für Neuerungen gibt, auf die wir auch gleich hinweisen werden in diesem Monat. Meine lieben Geschwister, auch das Fasten in diesem Monat Rajab möchte ich an dieser Stelle kurz ansprechen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Monat gibt es nichts authentisch Überliefertes über ihn, dass er in diesem Monat mehr gefastet hat als in anderen Monaten. Insofern ist dieser Monat wie jeder andere Monat auch. Na'am, es gibt einige Gelehrte, rahimahumullah ta'ala, die der Ansicht waren, dass man im Monat Rajab, weil er ein heiliger Monat ist, besonders viel fasten sollte. Und das ist auch nicht schlimm, denn man darf sowieso fasten. Aber es gibt keine spezielle Überlieferung über die Vorzüglichkeit des Fastens in diesem Monat. Insofern fastet man an ihm wie an anderen Monaten, zum Beispiel montags und donnerstags, oder man fastet zum Beispiel einen Tag und pausiert dann wieder zwei Tage und fastet dann wieder einen Tag und so weiter und so fort. Dass Umar radiallahu ta'ala anhu einmal jemandem verboten hat, diesen Monat zu fasten, war eher deswegen, weil die Leute diesen Monat in der Jahiliyyah hochgehalten haben und hochgeschätzt haben, und er wollte diese Wertschätzung beseitigen hinsichtlich des Fastens. Ansonsten ist dieser Monat wie jeder andere auch. Imam Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, der Imam der Hadith-Gelehrten, er sagte, es gibt in Bezug auf die Vorzüglichkeit des Monats Rajab weder hinsichtlich des Fastens noch hinsichtlich seiner Vorzüglichkeit selbst einen speziellen authentischen Hadith. Es gibt auch nichts speziell überliefertes Authentisches in Bezug auf das Nachtgebet im Monat Rajab.
Und das ist der Imam der Hadith-Gelehrten, wie gesagt, Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala. Und das Gleiche gilt auch für die Umrah in diesem Monat. Gibt es auch nichts Spezielles überliefertes. Und deswegen möchte ich einen Satz euch vorlesen. Und zwar gibt es ein Gebet, das viele Menschen in diesen Tagen verrichten. Und das ist das sogenannte Salat al-Raghaib. Das sogenannte Salat al-Raghaib. Dieses Salat, liebe Geschwister, ist eine verbotene Neuerung unter Übereinkunft der Imame der Religion. Unter Übereinkunft der Imame der Religion. Sheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, sagte, sie ist eine Bid'a unter Übereinkunft der Imame der Religion. Weder der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, hat dieses Gebet eingeführt, noch einer seiner Kalifen, Abu Bakr, Umar, Osman und Ali, noch hat irgendeiner, ein Imam der Religion, wie Malik oder Shafi'i oder Ahmad oder Abu Hanifa oder Al-Thawri oder Al-Awza'i oder Al-Layth ibn Sa'd, noch hat irgendeiner dieser Imame, sagt rahimahullah ta'ala, diese Sache als eine Ibadah bezeichnet, als etwas Wertvolles bezeichnet, als Mustahab bezeichnet. Und auch Ibn Abidin, rahimahullah ta'ala. Und dann sagte er, und das ist das Entscheidende, denn in jeder Wissenschaft kehren wir zu den Gelehrten der Wissenschaft zurück. Er sagte, die Überlieferung diesbezüglich, das heißt über Salat al-Raghaib, ist unter Übereinkunft der Hadith-Gelehrten eine Lüge. Ist unter Übereinkunft der Hadith-Gelehrten eine Lüge. Ist also nicht mal eine Sache, wo einer so sieht, ein anderer so sieht. Nein, nein. Das ist eine Sache, bei der Ijma' herrscht. Und das Gleiche gilt, sagte Rahimahullah ta'ala, in Bezug auf das Gebet am ersten Freitag im Rajab oder in der Mi'raj-Nacht oder das Tausender-Gebet oder das Gebet in der Hälfte von Sha'ban, was uns noch bevorsteht, oder das Gebet an einem Sonntag oder Montag oder irgendetwas anderes. Und der gläubige Mensch, dessen Herz erfüllt ist mit der Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, hält es nicht aus, wenn er jemanden sieht, der eine Bid'a macht. Warum? Weil das bedeutet, dass er die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam austauscht mit etwas Neuem. Das heißt, das, was der Prophet vorgemacht hat, alaihi salatu wassalam, wird unterlassen und stattdessen wird etwas an die Stelle gesetzt, die man erfunden hat, Gott bewahre, und dann schreibt man das auch noch der Religion zu. Deswegen das Herz des gläubigen Menschen, der seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam liebt, verteidigt ihn diesbezüglich, indem er natürlich davor warnt, diese Neuerungen in die Religion einzuführen oder auch nur umzusetzen. Und das Gleiche gilt für sagt Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, für die 12 Raka'a, die zwischen Maghrib und Isha verrichtet werden in der ersten Nacht, von der ersten Freitagnacht im Monat Rajab, die ja schon vergangen ist, oder andere Angelegenheiten. Und dann sagt er, auch wenn das manche Autoren erwähnt haben, das ist entscheidend, auch wenn das manche Autoren erwähnt haben, wie Imam al-Ghazali rahimahullah oder andere in ihren Büchern, und dann sagte er, Imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala, möge Allah azza wa jal denjenigen, der diesen Hadith erfunden hat, verfluchen. Und das ist eine der stärksten Aussagen, die der Imam gesagt hat in Bezug auf diese Angelegenheit. Möge Allah azza wa jal mit ihm zufrieden sein. Meine lieben Geschwister, zu guter Letzt möchte ich darauf hinweisen, wie wichtig es ist, gerade dass wenn wir uns hier als eine Minderheit unter Nichtmuslimen befinden, dass diese islamische Geschichte in unseren Herzen immer wieder belebt wird. Und dass wir wissen, in welchem islamischen Monat wir uns befinden. Dass wir wissen, in welchem Jahr wir uns befinden. Denn davon hängt, liebe Geschwister, unsere Ibadah ab. Davon hängt unser Fasten ab, unser Hajj ab. Davon hängen viele Ibadat ab. Liebe Geschwister, ich habe den Test selbst gemacht. Eure eigenen Kinder, liebe Geschwister, sie wissen nicht einmal, folgende Frage zu beantworten. Die ist eigentlich eine witzige Frage. Man fragt jemanden, in welchem Jahr ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam ausgewandert? Natürlich nach Hijri gemeint, ja. In welchem Jahr ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam ausgewandert? Und die wissen nicht. Das heißt, die wissen eigentlich über ihre eigene islamische Geschichte überhaupt gar nichts. Und das ist sehr, sehr traurig. Und die, vergesst nicht, dass eure Kinder euch ein anvertrautes Gut bei Allah subhanahu wa ta'ala, auf das ihr zu achten habt. Und diesem anvertrauten Gut, das ihr islamisch zu erziehen habt, gemäß den islamischen Benimmregeln und Anstandsregeln. Und dazu gehört zweifellos auch die Geschichte dazu. Und dafür muss man sich auch selbst erst einmal bilden, um dann die Information auch seinen Kindern weitergeben zu können. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch den Erfolg verleihen, dies auf die beste Art und Weise umzusetzen. Wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.